Hallo und herzlich willkommen zurück zu Race Room hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den BMW M4 GT4 an. Der kam mit dem großen Update hier gegen Ende des Jahres mit ins Spiel. Und wir werfen direkt mal einen Blick in den Store und ja, sehen erstmal das Porsche DLC 3. Das gucken wir uns natürlich auch noch an. Das kam auch eben im Zuge dieses großen Updates jetzt nochmal raus. Aber heute geht es um den hier, um den echten Gewinner, den BMW M4 GT4 ein. Wie ich finde, sehr geiles Fahrzeug, rein optisch schon betrachtet. Basiert natürlich auf dem Straßen-BMW M4 und zählt natürlich zur Rennklasse. Na, natürlich der GT4, der aufstrebenden Rennklasse, die ja auch, kann man schon sagen, sehr seriennah einfach ist. Aber lesen wir uns einfach mal den Beschreibungstext durch, der... Warum ist der in Englisch? Normalerweise sind die doch eigentlich als Deutsch. Naja, gut, okay, egal. Dann versuche ich das einfach mal on the fly zu übersetzen. Der BMW M4... GT4 hat sein Debüt im Jahre 2018 in den verschiedensten internationalen GT4-Serien gehabt und wird angetrieben durch einen reinen Sechszylindermotor gepaart mit der M-Twin-Power-Turbo-Technologie, also quasi ein Twin-Turbo-Reihen-Sechszylindermotor, so wie das einfach auch schon in der Serie ist. Wir sehen auch hier 430 British Horsepower, ja, also 430 britische PS, das sind glaube ich so 440 PS, kommt das hin? Ich weiß gerade nicht so genau, aber ja, also auch ziemlich nah dran am normalen M4. Ja, und mit diesem Motor hat das Fahrzeug eine atemberaubende Beschleunigung. Ja, breathtaking. You are breathtaking. Ja, this car is breathtaking. So, egal, ja, kleiner Spaß am Rande. Und einen fantastischen Motoren-Sound, also beziehungsweise Engine Roar, also der röhrt regelrecht. Dann, des Weiteren wurde das Fahrzeug als Rennwagen des Jahres auf der 2018er Professional Motorsport World Expo Awards ausgezeichnet, um seinen beeindruckenden Erfolg anzuerkennen. Ja, das klingt doch einfach schon mal sehr, sehr cool. Ja, das Fahrzeug kommt daher mit sehr vielen Lackierungen aus den verschiedensten Rennserien. Man erkennt schon mal, ADAC GT Masters ist mit dabei, also die GT4-Serie davon. Hier 24-Stunden-Rennen Nürburgring mit dabei. Dann haben wir, ja, IMSA müsste das so sein. So irgendwo in die IMSA-Richtung, so von der Optik her wahrscheinlich. Dann hier VLN natürlich, darf auch nicht fehlen. Und da oben Maguires habe ich gesehen, das dürfte irgendeine australische GT4-Serie sein. Also von allem etwas vertreten. Wir werden aber heute wahrscheinlich mit der Standardlackierung fahren. Die finde ich eigentlich ganz cool. Das dürfte dann die hier sein, genau. Ja, und wir machen heute kein Rennen, auch wenn sich das anbieten würde in der GT4-Klasse. Dadurch, dass wir ja, gehen wir nochmal ganz kurz in den Store, ja auch den neuen 718 Cayman GT4 Clubsport bekommen haben, der logischerweise auch in der GT4-Klasse ist. Das machen wir dann vielleicht mit dem, dass wir ein Rennen fahren. Ich habe mir gedacht, wir gucken uns das Fahrzeug einfach mal so an. Aber wir sollen natürlich nicht alleine auf der Strecke sein, deswegen machen wir ein Training mit, würde ich sagen, keine Ahnung, machen wir 14 anderen. Wir machen, ja, fangen vielleicht mal früh morgens an und setzen den Zeitmultiplikator einfach auf, keine Ahnung wie hoch, 20-fach, denn das ist neu, auch mit dem Update. Vieles wurde verändert, die Physik überarbeitet in sämtlichen Fahrzeugklassen, das Force Feedback wurde überarbeitet. Das ist auch mit unter anderem der Grund, warum ich kein Rennen fahren möchte, weil ich habe jetzt nur so... Ja, so Workaround-mäßig mal ein bisschen was am Force Feedback eingestellt. Da muss ich ein bisschen länger mal noch ein bisschen feinjustieren, um da wieder ein bisschen reinzukommen, weil, naja, es fährt sich schon ein bisschen anders. Und der Schaden kann man jetzt auch auf reduziert stellen, nicht nur auf voll. Im Übrigen auch die Schadensmodelle wurden auch bei ganz vielen Fahrzeugen komplett überarbeitet. So, ja, das machen wir mal aus, oder? Reifen, Kraftstoffverbrauch lassen wir mal. Reifenabrieb, ja, machen wir mal auch aus, oder? Wir wollen einfach nur so ein bisschen fahren. Deswegen, aber Schaden an, ja, macht Sinn, ne? Egal. Ja, hier steht es auch nochmal. Man soll unbedingt neue Force-Feedback-Profile und so weiter oder auf dem Standardprofil das Ganze nochmal aufbauen. Das habe ich jetzt auch mal gemacht vor der Folge. Und deswegen ergründen wir gemeinsam das neue Fahrzeug und entsprechend auch ein bisschen das neue Force-Feedback. Wir sind übrigens unterwegs auf dem Red Bull Ring. Das habe ich jetzt nicht eingestellt, das habe ich jetzt einfach so gelassen. Und was auch neu ist, ist zum Beispiel das Fahrzeug-Setup. Ja, guckt euch das mal an, was man jetzt hier alles machen kann. Ne, was man hier alles einstellen kann. Richtig, richtig cool. Also die üblichen Sachen hier, Lenkeinschlag, Lenkwinkel, Multiplikatoren und so kann man weiterhin auch einstellen. Aber das sieht doch alles schon mal viel, viel schöner aus. Auch das Fahrzeug hier noch, unten nochmal mit drin und so weiter. Also finde ich schon nice.
Ja, wir stellen jetzt mal nichts ein, weil ich jetzt auch nichts groß weiß zu dem Fahrzeug. Wir fahren einfach mal. Und ich würde sagen, bevor wir fahren, gucken wir uns das Fahrzeug doch nochmal ganz kurz auch in-game an. Dazu muss ich ganz kurz... So, hier, genau. Und dann können wir hier nochmal gucken. Das sehen wir jetzt auch nochmal fantastisch, wenn wir mal gucken. Hier die Sonne, die müsste jetzt wandern. Na ja, guck mal, die wandert so ein bisschen. Ist ein bisschen ruckartig, aber hey, das ist der erste Schritt, dass wir vielleicht ein Race Room irgendwann auch mal Nachtrennen bekommen. Was ja schon ganz cool wäre. Ja, sehr nice. Ich feiere das, aber jetzt wollen wir natürlich ein bisschen Gas geben. Okay, ich kann kein Gas geben. Ich dachte, ich kann jetzt hier so ein bisschen aus der Kamera auch ein bisschen angasen, aber... Ja, das Spiel möchte nicht, anscheinend. Wieso kann ich jetzt kein Gas geben? Hallo? Hallo? Hat er jetzt mir das falsche Profil ausgewählt? Das wäre jetzt natürlich lustig. Moment, eigentlich habe ich... Oder hat er das nicht gespeichert? Steuerungsprofil? Doch, habe ich ja eigentlich hier. Zack. Tastbelegung. Das ist disconnected. Warum ist das disconnected? Okay. Komischer Spaß. Gut, also ihr seht, funktioniert noch nicht so alles nach dem Update. So, jetzt aber, oder? Perfekt. Und jetzt gehen wir ganz kurz mal hier raus. Oh, ja, roar. Ja, er röhrt, beziehungsweise er brüllt, ne? Roar ist ja so ein Brüllen, ne? So ein Lion Roar. Geil. Ja, aber da hören wir nachher nochmal genauer hin. Jetzt fahren wir erstmal. Wir wollen ja ein bisschen was erleben hier. Nicht nur labern. Upsala. Okay, der dritte Gang ist doch ein bisschen... Oder der zweite Gang, besser gesagt, ist doch kürzer übersetzt als gedacht. Ja, schöne Location sowieso hier. Red Bull Ring. Okay, also ja, vom dritten in den zweiten, da muss ich ein bisschen mehr mit dem noch bremsen, bevor ich runterschalte. Ja, immer noch. Also dieses Bip, Bip, Bip ist quasi Downshift Protection, weil ich zu früh runterschalten möchte. Ja, wir werden uns alles nach und nach mal anschauen. Ich habe mich auch schon mit Duki zusammengeschlossen, dass wir da demnächst vielleicht mal irgendwie einen Community-Abend oder sowas machen können mit den neuen Fahrzeugen, mit den neuen Inhalten, dass wir da irgendwie so ein Rennen oder so online auch veranstalten. Gerade in der GT4-Klasse wird sich das ja jetzt anbieten mit dem neuen 718, wie gesagt, mit dem M4 GT4 jetzt hier auch. So, geht vielleicht Traktionskontrolle mal ein bisschen runter. Ich glaube, das habe ich nämlich gerade im Setup gesehen. Die erste Stufe ist 100% Traktionskontrolle. Das ist ein bisschen zu viel. So, von den anderen Fahrern sieht man jetzt noch gar nicht so viel. Ich glaube, die sind alle direkt rausgefahren. Und sind jetzt sozusagen auf der anderen Seite der Strecke. Aber ist egal, dann haben wir jetzt die erste Runde erstmal so ein bisschen für uns. Ey, das gibt's doch nicht mit dem zweiten Gang, ey. Blöd ist denn der übersetzt. Ja, aber sehr geil, ey. Sehr geil, dass das Fahrzeug hier drin ist. Dürfte das sogar, glaube ich, die erste Simulation sein, die den M4 GT4 als offiziellen Content drin hat. Für Assetto Corsa soll ja eine Mod kommen, aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Dieser zweite Gang nervt. Also vom dritten in den zweiten. Ja, es ist halt natürlich deutlich langsamer in den Kurven als mit einem GT3. Das ist klar. Aber jetzt erstmal so langsam reinrollen.
Ja, auch sehr modern alles. Ihr seht's, ein Formel-ähnliches Lenkrad drin, also nichts mehr mit Serie oder so. Da bleiben wir jetzt einfach mal im dritten Gang. Ich mach mal kurz gucken, was wir anzeigen. Hat er denn hier so ein Dash? Rundenzeit, ne, Abstände sind es, glaube ich. Reifentemperatur. Mal noch hier. Das sind die Bremstemperaturen, glaube ich. Oder? Ja, Brake Temperatures. Kann man ganz schlecht lesen. Wasser, Öltemperatur kann man sich anzeigen lassen. Ja, und dann halt wieder die normale Anzeige. Ja, sehr cool. Step by Step so ein bisschen rein kämpfen. Das war jetzt nicht so gut. Ja, vielleicht können wir gleich auch nochmal in die Box gehen und dann mal am Setup einfach mal ein paar Sachen versuchen. Warum nicht? Versuchen wir erstmal hier so ein bisschen zu fahren. Das war ein bisschen zu schnell hier rein. Ja, ich glaube, ich bleibe hier mal im dritten Gang. Ist, glaube ich, effizienter. Aus der Kurve raus. Wir werden warm auf jeden Fall. Sehr schön. Das sah doch auch gar nicht mal so schlecht aus. Da haben wir zwei Zehntel schon mal aus der ersten Kurve raus. Klingt halt wieder total geil. Also Race Room, das können sie halt. Zu spät. Das auch deutlich zu spät. Ja, ich merke, dass ich nicht so oft GT4 Klasse fahre, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen ändern. Also da ist noch super viel Zeit begraben. Aber ich würde trotzdem sagen, ich will dich gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir machen aber jetzt mal zwei stille Runden. Aus der Cockpit als auch eben aus der Außenperspektive, sofern das Replay klappt. Ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß.
Also das klingt auch auf jeden Fall schon mal wirklich geil. So, jetzt soll ich mich vielleicht aber an der Stelle mal ein bisschen irgendwie zusammenreißen. Ich versau mir jedes Mal irgendwie die Runde vor der letzten Kurve, macht sie ungültig, weil ich zu weit rauskomme. Aber ich versuche natürlich auch so ein bisschen das Limit auch zu ertasten von dem Fahrzeug. Aber ich meine, als Trainingssieger würde ich trotzdem gerne hier die Folge beenden. Weil die Zeit zum Führenden ist auf jeden Fall drin. Vielleicht kriegen wir es ja jetzt die Runde hin. Und aufs Gas. Ja, sehr geiles Fahrzeug, sehr ausgewogen, wie ich finde, zu fahren. Kurvengeschwindigkeit muss man sich halt natürlich ein bisschen an diese GT4-Klasse anpassen. Das war zu früh ans Gas, verdammt. Wieder zu weit, oder? Ja, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss da echt ein bisschen anders die vorletzte Kurve anfahren, dass ich da nicht so auf den Körper rutsche. Man kriegt immer mehr ein Gefühl so fürs Fahrzeug. Was es kann, was es nicht kann. Ist schon gut. Ja, nee, ich war schon im dritten. Da wäre ich jetzt oben raus ein bisschen. So, jetzt die letzten zwei Kurven. Komm jetzt. Ray, das kriegst du noch hin. Das ist jetzt sehr vorsichtig gefahren. Aber Hauptsache mal gültige Zeit, oder? Da liegt noch so viel Zeit begraben. Aber gut, wir können auch im Setup noch mal ein bisschen paar Sachen probieren. Aber macht Laune, macht echt Laune. Und dadurch wird natürlich das GT4-Feld auch echt ein schönes Stück größer. Porsche haben wir ja drin, der KTM ist ja auch schon drin im Spiel. Den haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht angeguckt, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Wenn wir den uns mal angeguckt haben oder nicht. Ja, da ich hier KI eingestellt habe, von denen merkt man leider gar nichts. die sind irgendwie wirklich auf der ganz anderen Teil der Strecke unterwegs. Ja, das lohnt sich gar nicht, diesen zweiten Gang. Man sieht es auch direkt am Delta, wie wir da verlieren. Mit dem dritten raus ist er echt besser. Wieder zu früh. Muss ich kurz pumpen. Ist nicht gut. Haben die letzte Kurve deutlich besser bekommen. Ja, was es ausmacht direkt, wenn du deine Kurve besser kriegst. Da die Strecke eh so klein ist.
Macht aber echt Laune. Richtig cool. Ja, welches Fahrzeug wir uns als nächstes angucken, weiß ich noch nicht. Und mal schauen, vielleicht auch direkt mit dem Rennen oder nochmal so eine Trainingsgeschichte. Schreibt gerne auch mal Feedback in die Kommentare, ob ihr sowas mal cool findet. So ein bisschen so Trackday-mäßig einfach eine Strecke wählen, ein paar Gegner auf die Strecke drauf und dann einfach so ein bisschen fahren, so für uns, ein bisschen ein paar Sachen ausprobieren. Und dann halt ab und zu mal wieder ein Rennen zwischenrein. Jetzt habe ich wieder einen zweiten geschaltet. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. So, ich würde sagen, wir warten jetzt mal noch ein, zwei Runden auf einen. Oder beziehungsweise versuchen ein, zwei Runden mal hinter einem herzufahren. Da müssen wir irgendwann auch mal kommen. Die Herrschaften. Hallo? Jetzt kommt mal einer. Was ist denn das? Ein Porsche. Komm. Also direkt hinterher. Oh, da haben wir nochmal einen anderen M4. Das wäre natürlich noch geiler. Lass den mal noch vorbei, oder? Da hat er schon geflasht. Sehr cool. Der Ultimate! Der Aral Ultimate M4 da vorne. Krass. Entweder war das jetzt ein Verbremser oder fährt wirklich da weit raus. Möglich wär's. Ich meine, irgendwo müssen die Zeit ja liegen lassen. Warum die ein bisschen langsamer sind. Bremsen auf jeden Fall deutlich früher, als ich das tue. Weil das nicht immer unbedingt falsch ist. Weil ich bremse manchmal schon ein bisschen zu spät. Aber ich versuche halt das Limit auszureizen. Was ich hier mache. Okay, komm, eine Runde fahren wir noch. Dann soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Könnt ihr gerne mal auf Strecken schreiben, auf welchen wir den einen oder anderen Porsche fahren sollen vom Porsche Pack. Jetzt habe ich zu spät eingelenkt. Jetzt habe ich mich zu sehr auf den hier konzentriert. Ich bin hier vorbei. Gar nicht so einfach zu überholen, ey. Wenn, dann muss ich sie auf der Bremse machen, weil der bremst da viel zu früh. Nicht hier. Ja, das war zu viel Risiko jetzt. Ja gut, lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder zu Race Room hier auf dem Pixelated-Kanal mit mir, dem Ray. Mach's gut. Ciao.